Wuhu! Willkommen zum großen Feuerrot und Blattgrün Special. Die neuen Poke-Editionen für den GBA sind seit 1. Oktober auf dem Markt. Endlich! Und wir haben für euch die Blattgrüne Edition angezockt. Wow, Gengar gegen Nidorino und Bisaflor im Startscreen. Na und wie ihr hier Start drückt, los geht's! Hey, den kennt ihr doch! Na klar, das ist doch der Eich! Mensch, cool, wie in den allerersten Editionen, Rot und Blau. Aber was meint ihr mit, was sind denn Pokémon? Kleiner Spaß am Rande. Da 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 da. Hä? Was will der denn von euch? Ach so, ihr habt ja noch gar kein Pokémon. Das geht natürlich nicht. Hey, das da neben euch ist doch der Rivale. Der Kerl macht ständig Stress und fordert euch zum Kampf auf. Puh, zum Glück dürft ihr euch zuerst eines der drei Start-Pokémon aussuchen. Aber welches nur? Ist doch klar, Glumanda und Rot nimmt bestimmt Shiggy. Ist der doof. So, nachdem ihr Professor Eich ein Paket gebracht und den Pokédex eingepackt habt, macht ihr euch auf die Reise. Von Alabastia geht es über die Städte wie Vertania, Marmoria und Orania bis nach Lavandia. Da steht ein riesiger Pokémon-Turm. Mist, eine Sackgasse! Aber es muss doch hier irgendwie... Wo ist denn... Was? Schon wieder der Rivale? Ach komm, den stampft ihr in 0, nichts in Grund und Boden. Naja, etwas kniffliger wird es dann allerdings bei dem fiesen Obermods von Team Rocket, Giovanni. Glumanda hat sich übrigens inzwischen entwickelt. Es ist jetzt ein Glurak. Geil, oder? Dumm nur, dass es gerade jetzt keine AP mehr hat. Dabei müsst ihr doch den Präsidenten von Silphco vor Team Rocket retten. Aber die AP lassen sich zum Glück schnell auffüllen und dann knallt euer Glurak dem Nidorino mit Flammenwurf mächtig eins vor den Latz. Wow, das hat gesessen! Jetzt noch eine Flügelschlagattacke und das Nidorino ist endgültig platt. In Safronia City verdient ihr euch übrigens nicht nur den 5. Orden, da gibt es auch ein fettes Karate-Dojo, in dem ihr gegen Schwarzgurt Shunichi kämpft. Nach eurem Sieg dürft ihr entweder ein Kikli oder ein Nocturne einsacken. Drei Orden noch, dann geht es zu den Top 4. So, zu denen dürft ihr euch aber alleine durchkämpfen. Dabei wird euch zum Beispiel der neue Pokédex echt nützlich sein. In Feuerrot und Blattgrün ist er sogar noch viel praktischer und hübscher als in Rubin und Saphir. Und wenn ihr mal nicht weiter wisst, drückt ihr einfach eine Schultertaste. Die neue Hilffunktion ist echt super praktisch. Total abgefahren ist übrigens die Flashback-Funktion. Das ist wie, wenn man in die Vergangenheit zurückgeht. Das kennt ihr bestimmt aus Spielfilmen. Ihr seht da nochmal, was ihr so als letztes gemacht habt. Also, wo ihr gekämpft und mit wem ihr so gequatscht habt. Einfach klasse gemacht. So, und jetzt passt mal auf. Im ersten Stock vom Pokécenter könnt ihr mit dem neuen drahtlosen Adapter abgefahrene Sachen machen. Zum Beispiel im Connex Club mit bis zu 5 Leuten chatten, kämpfen, Minigames zocken oder im Direct Club Pokémon drahtlos tauschen. Ja, ihr hört richtig, ihr braucht kein Linkkabel dazu. Bisaflor gegen Dodrio? Aber nur, wenn ihr es wieder zurückbekommt. Ach ja, keine Bange, wenn ihr euch eine Edition kauft, dann ist der drahtlose Adapter natürlich mit dabei. Feuerrot und Blattgrün sind echt kultige Remakes mit super Extras und genialen, brandneuen Features. Egal ob Profi-Trainer oder Fan, ihr müsst die neuen Editionen einfach haben.